Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Also ich muss dazu sagen, also ich habe festgestellt, dieser Mod, dieser Soundmod bei MAN mag ich ihn überhaupt nicht. Weil ich habe früher selbst MAN mal gefahren und das klingt überhaupt nicht wie ein MAN. Also wer mir da erzählen will, das klingt wie ein MAN oder das klingt besser, weiß ich nicht. Wer soll sich mal ein MAN in den älteren setzen, vielleicht die neueren weiß ich nicht. Das ist auch schon längere Zeit her. Bei den neuen weiß ich nicht, wie die klingen von innen mittlerweile. Aber bei den alten MAN, die so in den 90er Jahren waren und Anfang der 2000er Jahre, klang es nicht dementsprechend. Ich habe aber festgestellt, dass mittlerweile durch die TSM Map 2 scheinbar der Mod einige Probleme hat. Ich habe zum Beispiel bei dem Soundmod ein Problem mit dem Iveco LKW. Wenn ich da die automatische Motorbremse reinsetze oder die Motorbremse manuell betätige, hört sich das total verbuggt an. Also der Sound ist zum Davonlaufen. Und ich habe jetzt mit einem anderen, der bei mir ein Video geguckt hat, der hatte mir auch gesagt, dass bei ihm der Scania Sound sich schlecht anhört. Ich weiß nicht, ob sich der Mod bei jedem etwas anders verhält. Ich habe das Problem bei meinem bis jetzt noch nicht gehabt. Ich habe einen anderen Let's Player, der diesen Mod auch benutzt. Der hat das Problem auch nicht. Und jetzt fällt mir gerade auf, während des Nachvertonens, eigentlich kann man ja irgendwelche Sachen in den Mund legen. Man könnte zum Beispiel sagen, Darcy, du bist dumm. Ja. Und dann sagt er ja. Aber nee, mach ich lieber nicht. Nee, ich weiß einfach nicht mehr, was ich an der Stelle gefragt habe. Deswegen muss ich das jetzt gerade mit einem ganz lustigen Gag überbrücken. Ja, also man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, hat man keinen Soundmod drin, ist der LKW viel zu leise. Das ist zwar heutzutage bei den LKWs üblich so, dass sie sehr stark abgeschaltet sind von innen und keine Geräusche so drin haben, großartig. Aber ich finde, bei dem Spiel gehört es dazu, dass man einen Sound hat, dass man den Motor hört, weil sonst wird es zu langweilig auf Dauer. So, und die meisten Soundmods, gerade die für Scania, es gibt ja für Scania, glaube ich, 11 oder 12 Stück mittlerweile, finde ich schrottig. Ganz einfach. So, an der Stelle habe ich dann mich noch einmal ausgeheult bei Darcy über meine bösen Zuschauer, die sich ja zum Beispiel beklagt haben, auch dass sie kaum noch ein Motorgeräusch hören bei mir und dass die Stimmen zu laut sind. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich muss das so machen. Mir ist lieber, man versteht die Talkgäste, ja, als dass man den Motor hört. Und das ist eben ein bisschen schwierig, auch beim Truck-Simulator das einzustellen, den Sound. Weil es ja extrem laut wird, wenn man zum Beispiel aus dem Fenster guckt nach links beim Einparken. Ja. Das ist alles nicht so einfach. Also ich muss sagen, das Einzige, was mich etwas stört, dass ich, wenn du jetzt wie du jetzt am Fahren bist, dass man von außen die Autos nicht mehr hört. Es gab eine Zeit lang einen Mod, der hat die Außengeräusche verstärkt, dass es realistischer war, wenn ein Auto dich überholt hat oder ein LKW dich überholt hat oder du ein LKW überholt hast, dann hast du den Motor auch gehört. Das fehlt mir. Weil, aber da gibt's keinen Mod zu mehr. So, ich bin dann auch mal ein bisschen abgeschwenkt von den Mods weg und habe Darcy mit normalen Fragen belästigt, die mir immer wieder gestellt werden auch. Und zwar geht es zum einen darum, dass Zuschauer immer wieder fragen, oh Gott, ich sehe ja gar keine Fußgänger im Spiel. Warum sehe ich keine Fußgänger im Spiel? Und das liegt zum einen daran, dass man nicht viele Fußgänger überhaupt sieht und zum anderen an einer Einstellung, dass überhaupt Fußgänger auftauchen. Und da habe ich den Darcy nochmal schnell gefragt, wo man das findet im Optionsmenü. Und da war er dann auch ein bisschen überfragt gerade, ja? Am Weg, da muss ich selbst auch wieder nachschauen, wie so immer. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Menüteil das ist. Das ist auf jeden Fall im Menüteil. Ich weiß gar nicht, wenn ich den jetzt starte. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass ich einfach mal selber nachschaue. Ja, mit Darcys Hilfe. Ja. In den Optionen. Damit er nicht nachgucken muss. Ja, geh mal ins Gameplay rein. Ganz unten ist das auf jeden Fall. Nee, ich glaube, da war es dann noch nie. Oder geh mal bei Grafik rein. Ja.
Das ist auf jeden Fall die letzte Einstellung. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Geh mal bei Grafik oben, ja, genau, und geh mal ganz nach unten. Da müsste dann ein Fußgänger. Ja. Da ist es. Da ist es. Hurra, hurra. Und wenn der Haken an ist, dann heißt es, es tauchen auch Fußgänger auf. Allerdings nicht so viele, ja. Das ist vom Spiel einfach gar nicht so vorgesehen. Die sind wirklich nur vereinzelt da. Ja, hier bei der TSM-Map hast du schon etwas mehr Fußgänger oder auch andere Fußgänger wie Demonstranten, Bauarbeiter etc. Das hast du aber nur, oder das hat nur der Zuschauer, der auch diese Map benutzt. Ja, an der Stelle habe ich dann nochmal gesagt, wie cool ich das finde, also gerade das mit den Bauarbeitern und dass diese TSM-Map eben zum Beispiel neue Personen da ins Spiel reinbringt und da ein bisschen Leben, ein bisschen mehr Details und so. Und dann habe ich Darcy noch gefragt, ob denn er noch irgendwie Fragen weiß, die er immer wieder gestellt bekommt. Ach, es gibt keine speziellen Fragen, die sehr oft, es kommt halt sehr oft die Frage wegen dem Profil, das haben wir ja schon durchgearbeitet gerade, weil das ist eigentlich die Hauptfrage, dass Leute sagen, wie kann ich die Map benutzen mit dem Profil. Was natürlich auch sehr oft kommt, ist halt, wie kriege ich raus, ob sich Mods vertragen. Das haben wir ja auch schon so angesprochen. Da kann man also grundsätzlich keinen Regel treffen und sagen, das ist immer so oder so. Das gibt's halt nicht. Man muss bei jeder Mod oder bei jeder Kombi von Mods muss man halt schauen, welche sind das, wie sauber sind die programmiert. Aber eine Regel gibt's da nicht. Was ich jetzt genau an der Stelle gesagt habe, weiß ich auch nicht mehr, aber da vorne an der Ampel habe ich dann noch irgendwie gesagt, upsa, ich wäre da beinahe jetzt bei Rot durchgefahren oder irgendwie sowas habe ich da gesagt. Und dann ist Darcy noch eine Frage eingefallen, die er immer wieder hört. Ja, das ist auch so eine Sache, die als Frage ab und zu kommt. Warum sind die Strafen unterschiedlich? Man hat es bei dir eine Zeit lang gesehen, wo du weniger Strafe bezahlt hast, wenn du über Rot oder zu schnell gefahren bist. Das liegt einfach am Mod. In deinem Fall lag es an dem Sorglos-Mod von Iceman, der auch einen Unterbereich drin hatte für die Polizeistrafe, für die Verkehrsstrafe, die man bekam. Die waren eine Zeit lang etwas anders eingestellt als das Originalspiel. Jetzt hast du sie aber wieder im Originalbereich liegen und das kann man nachträglich ändern. Das, es gibt auch eine Mod dafür, aber ich weiß nicht, ob die mit der TSM 2 noch läuft. Das kann ich also jetzt nicht sagen, weil ich sie nicht drin habe. Weil ich normalerweise Mods auch nicht benutze, die zum Cheaten da sind. Ja, an der Stelle lässt dann mein altes Gehirn mich dann auch wieder im Stich. Ich weiß nicht, was ich hier genau gebabbelt habe. Wahrscheinlich habe ich zu Darcy gesagt, hurra, hurra, wir sind da in Dresden. Ich muss jetzt nur noch einparken, dann habe ich meinen Auftrag erledigt. Irgend sowas, wahrscheinlich. Hier hat er gelacht. Ich habe wahrscheinlich total geilen Witz gerissen in dem Moment, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Wie schade für euch. Und dann kam ich nochmal zurück auf Mods und wie viele Mods man installieren kann oder sowas, glaube ich. Wie viel er denn installiert hat, habe ich, glaube ich, auch gefragt. Oder habe ich das ja später gefragt? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir hier einen Wolf gefahren, damit ich einigermaßen meinen scheiß LKW wieder gerade kriege. Ihr kennt das ja, das Problem mit dem Einparken bei mir. Ja. Genau, ne? Das sagt auch nochmal Jo. Ja. Thema Mods nochmal. Ja, du hast ja relativ, bei dir haben wir ja nur relativ wenige Mods, oder? Ich glaube so um die 10, 12 oder sowas sind das bei dir nur. Ich selbst habe in meinem aktuellen Profil über 60 drin. Und die laufen auch alle in ihrer Kombination. Obwohl ich das zurzeit auch auf Bearbeiten bin. Ich stelle zurzeit jede Mod auf den Prüfstand, ob ich sie drinnen lasse oder nicht drinnen lasse. Es sind schon einige rausgeflogen, die nicht mehr hundertprozentig fehlerfrei sind. Und weil ich vor lauter Einparkerei nicht mitbekommen habe, wie viele Mods er installiert hat, habe ich nochmal nachgefragt. Zurzeit knapp 60. Also 60 Mods ist eine Menge, das ist ja ein komplett anderes Spiel. Das stimmt, das Spiel ist komplett anders. Deshalb muss ich auch, wenn Fragen kommen, manchmal etwas umdenken. Wie war das denn im Original? Weil es bei mir ja doch manchmal ganz anders mittlerweile ist. An der Stelle habe ich dann darauf hingewiesen, dass wenn jemand Fragen hat, auch an den Darcy zum Beispiel, dann muss er schon wirklich genau angeben, welche Mods er installiert hat und welche Version er vom Euro Truck Simulator 2 überhaupt spielt momentan. Das ist sehr wichtig und Darcy erklärt auch, warum. Ja, ja, also den Rat kann ich jedem geben. Wer eine Frage an mich hat, ob er die jetzt im Kommentar unten reinschreibt oder mir privat sendet, bitte die Angaben so genau wie möglich. Wirklich, welche Version man fährt,
welche Mods drin sind. Nicht nur einfach sagen, ja, ich habe eine Soundmod drin, ich habe eine Fahrphysik drinnen und das war's. Sondern ich muss genau wissen, welche es ist und auch wie der Dateiname ist. Wegen diesen Z, die davor sein könnten oder eben nicht davor sind. Also das muss ich schon genau wissen. Und genauer das ist, umso genauer kann ich auch eine Antwort geben. Gut, an der Stelle habe ich dann eine Werkstatt eingestellt, damit ich meinen Truck zum Reparieren bringen kann. Und bei der Gelegenheit ist mir dann aufgefallen, dass ich mittlerweile schon ganz schön viel Geld eingenommen habe, für über 500.000 Euro. Ja, du solltest zusätzlich einen LKW kaufen und einstellen, Fahrer einstellen. Ach nö, Darcy, ich habe jetzt ja schon 3 LKW und ich habe so viel Geld, ich glaube, ich muss mal ein bisschen tunen demnächst. Hast du alle Schulden bezahlt? Ich glaube nicht, dass ich schon alle Schulden bezahlt habe, aber ist egal. Das geht ja sowieso immer so Stück für Stück weg. Und diese über 500.000 Euro, die ich da habe, da kann ich einfach drauf zugreifen. Ja. Das ist ja schon mein Geld, auch wenn ich noch Schulden habe. So, und an der Stelle habe ich dann nicht auf die Ampel geachtet und bin ganz erschrocken und habe schon Angst gehabt, dass ich bei Rot durchfahre wieder. Ja, dann hättest du 550 Euro wieder... Nee, bei Rot ist nur, glaube ich, 400 Euro weggejagt. Und außerdem muss es ja nicht zwingend eine Blitzampel gewesen sein. Nein, das ist aber wie in der Wirklichkeit. Du hast ja auch in der Wirklichkeit nicht jede Ampel mit einem Blitzer versehen, sondern nur ganz wenige eigentlich normalerweise, die eine automatische Überwachung der Ampel für Rotlichtfahrten hat. Das ist aber, glaube ich, realistisch. Also ich bin so oft in meinem Leben über Rot gefahren und habe nichts bekommen. Es wäre schlimm, wenn jede Ampel eine Rotlichtphase hätte, die überwacht würde. Dann wird es teuer. So, der Darcy fährt ständig bei Rot durch, ja. Hier habe ich nochmal auf den Motorradfahrer hingewiesen, die neue Mod, die ich beinahe überfahren hätte gerade. Ich habe noch keins umgefahren, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man eins umfährt. Hoppla! Dafür hast du gerade wieder einen anderen mitgenommen, das übliche halt. So, ich habe da nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass ihr Darcy gerne Fragen stellen könnt, aber euch nicht wundern müsst, wenn er nicht alle beantworten kann. Ja, es ist bei mir ja genauso, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Wenn ihr Fragen habt, ich halte es für sinnvoll, dass ihr die in die Kommentare reinschreibt unten, weil dann haben eben auch andere Zuschauer was davon. Ja, wie wenn ihr nur eine Privatmail schreibt, zum Beispiel auch an mich. Dann habe ich hier jetzt noch auf den Kanal von Darcy verwiesen, der dort einige Tutorials zum Euro Truck Simulator 2 zeigt. Ja, bei mir sind es halt keine Let's Plays. Dafür bist du da, dafür bist du viel besser, als ich je sein könnte, würde, bin. Und bei mir kann man halt nur Videos anschauen, die zeigen, wie man bestimmte Einstellungen im Spiel vornimmt, wie bestimmte Mods sich auswirken, wie sie aussehen und sowas. Also nicht wundern, auch die Qualität ist nicht angleichend an zum Beispiel deine Videos oder von anderen Let's Playern. Weil mein Mikrofon ist ein Billigteil, weil ich habe kein besseres zurzeit. Und auch sonst gebe ich mir vielleicht doch nicht die Mühe, die man sich geben sollte als Let's Player. Ja gut, deshalb, aber du machst ja einfach hauptsächlich Tutorials. Ja, genau. Ich nenne meine Videos ja auch Testplay und kein Let's Play. So, und dann sind wir doch tatsächlich am Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und das Nachvertonen war nicht zu blöd. So dass ihr noch einigermaßen folgen konntet. Ja, schlimmer wäre es gewesen, wenn Darcys Tonspur kaputt gewesen wäre. Dann hätte ich die nachvertonen müssen. Mit verstellter Stimme, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und kommt auch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder lustig weitergeht. Und zum Schluss gebe ich nochmal Darcy das Wort, damit er sich schön verabschieden kann bei euch. Danke, Darcy. Ja, ich danke auch für die Einladung. Hat mich gefreut, mitzufahren. Es war sehr interessant. Ich hoffe für die Zuschauer auch und sage auch Ade.